Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem ERC Basel YouTube-Kanal. Wie ihr seht, habe ich heute Kappe an. Das heisst, wir sind nicht in der St. Jakobs Arena hier in Basel. Aber vielleicht habt ihr schon gesehen, wie hier im Hintergrund bin ich heute in der Margarete Kunsthalle hier auch zu Basel. Nämlich heute sind vier Spieler vom ERC Basel hier zu Gast in Margarete und zeigen den Spielerinnen und Spielern hier heute, wie man Eishockey spielt. Und wer weiß, vielleicht sieht man hier den einen oder anderen guten Spieler, talentierte, auch wo man nachher später zu Basel holen wird. Heute zeige ich euch ein bisschen, wie das hier aussieht. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, können wir auch ein, zwei Interviews mit den Spielerinnen und Spielern machen. Und dann auch natürlich mit unseren vier ERC Basel Spielern. Man ist heute also zu Gast bei den ERC Basel Oldtimers. Jedoch von Oldtimern fehlt jede Spur. Unsere jungen Spieler sind flink auf dem Eis und zusammen mit den Profis auch torgefährlich, wie man hier im Bild gut erkennen kann. Die Kinder sind also motiviert dabei und die Profis verzaubern den Tag mit schönen Airhooks. Manchmal gab es auch Sabotagen, so musste man den Stock greifen und die Kinder ins Glück fahren. Dann war der Spaß auch schon vorbei. Der Eismeister kam und löste das Spielfeld schnell auf. Man ließ sich jedoch nicht demotivieren, denn nach dem Spiel folgte ein Mannschaftsfoto und eine kleine Autogrammstunde. Kannst du uns heute ein bisschen erzählen, was du gemacht hast in dieser Stunde? Ja, wir haben hier mit den Kleinen ein bisschen gestöckelt. Spass gemacht, wir haben auf ein Goal gematchelt, wir haben einen Goalie von den Novizen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Auch einen guten Job gemacht. Ja, es hat Spass gemacht. Ich bin auch immer als Kleiner früher stöckeln. Ich glaube, das bringt sie am meisten weiter. Da ein bisschen trippeln, Spass haben. Auf dem Eis ziehen, ja. Hey, can you tell us what have you done today with the kids? Yeah, we went out and played a little bit shinny with them. Had a lot of fun. We started in the rain for first, but afterwards we moved inside and yeah, maybe not as many people as we wanted came out today, but we enjoyed it to be out here. Hast du zwischen den jungen Eishockey-Spielern heute ein paar Talente gesehen, die vielleicht später mal zu mir zu Basel kommen? Du, ich glaube, das haben alle Talente gehabt. Hast du gesehen, wie sie da die Böcke aufs Goal geschossen haben? Klar, sie sind noch mega jung, sie können noch nicht so hoch schiessen. Aber du, das wird sich jetzt zeigen, gell? Ich meine, in diesem Alter kannst du noch nicht sagen, ob man mal bei Basel spielen kann oder nicht. Aber jeder darf träumen. Ja. Have you seen some Eishockey talents today, which can play later in ERC Basel? It's a funny question. It's tough to answer, but there's a couple good players. We've seen those two brothers out there a lot, and I think if they keep working like they do, they can do something later. Hast du, wo du mit den Kleinen gespielt hast, auch an deine junge Zeit zurückgedacht, als Eishockey-Spieler? Ja, sicher. Eben, wie ich gesagt habe, ich bin auch immer als Kleiner da gewesen, auf der Margarete am Stöckeln. Eigentlich jede freie Minute, die ich hatte. Und das habe ich ihnen auch gesagt, dass sie das machen sollen. Und eben, das bringt einen weiter, macht auch Spass und ja. When you played with the young kids, have you seen your scene as a young Eishockey player on the ice? Yeah, actually, because I always told myself when I'm gonna grow up, I'm gonna give back to the youngers. Because when I played, and I always looked up to the pros, and when they came out with us, it was always fun. And yeah, I feel like we have to do that, and it was nice today to be out here. Wo ihr mit einer kleinen Eishockey-Spieler hier gespielt habt, habt ihr auch ein bisschen an eure Jugend hier zurückgedacht? Ja, natürlich. Ja, es ist einfach lustig, sind so herzig, wie die rumfahren und wie sie immer rumgehen. Aber muss man auch zurückdenken, wie man einmal so klein war und auch so Mühe hatte mit dem Rumfahren. Ja, ja, ich finde es auch cool und schön nochmal bis den Fans oder unseren kleinen Fans oder wem auch immer auch etwas zurückzugeben. Und ja, hat Spass gemacht. Früher bin ich auch mal mit den Grossen zu Biel schlöfeln und hat
auch mir dann riesig Spass gemacht. Ja. Hast du trotz dem Regen heute so viele junge Spiele erwartet? Ich habe eigentlich überhaupt nicht gewusst, wie viele Leute kommen. Also, ich habe zuerst gemeint, wenn es draussen ist, dass es etwas weniger ist. Aber dann, wenn man reingekommen ist, war es etwas besser gewesen. Also vor allem mit der Kälte. Also, es war trotz dem Wetter richtig gut gewesen, ja. Ich habe mir auch nicht so viele Gedanken zum Voraus gemacht. Aber wir freuen uns über jeden Einzelnen, auch wenn es nur 2-3 sind. Oder ja, jetzt sind es auch ein paar mehr gewesen. Aber ja, macht so viel Spass. Habt ihr zwischen den heutigen jungen Spielen auch ein paar Eishockey-Talente gesehen, die vielleicht später mal zu mir zu Basel kommen? So jung kann man das weniger sagen. Bei dem Alter geht es mehr um Spass und dass man gerne auf dem Eis ist und dass man gerne spielt und miteinander mit den Kollegen Spass hat. Und ich glaube, richtig so Zukunft tut man erst später schauen. Ja, ich glaube, es hat sogar 2-3, die zu Basel schon bei den Junioren aktiv sind. Also bei der U9 oder bei der Hockeyshow. Und ja, wichtig ist, dass sie weitermachen und dann ist alles möglich, ja. Dankeschön. Dankeschön, Jungs. Danke.